Da ist sie, unsere neue Container-Generation mit Bluey Plus Kühltechnologie. Das bedeutet für uns und für unsere Kunden eine kompakte, sehr energieeffiziente, energiesparende Kühltechnologie für Rechenzentrumscontainer. Die Kompaktheit kommt unter anderem dadurch, dass die Geräte im Außenbereich untergebracht sind. Was ist so besonders an der Bluey Plus Technologie in einem Rechenzentrumscontainer? Nun, es sind Heatpipes verbaut, die für den Wärmetransfer zwischen kalt und warm bzw. warm und kalt dafür sorgen, dass mit nur ganz geringer aktiver Technik eine Kühlung der IT stattfinden kann. Dies wiederum, gerade in den zentraleuropäischen Bereichen, sehr, sehr wichtig. Die IT-Container mit Bluey Plus Kühltechnologie eignen sich insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen oder aber für kleine und mittlere Anwendungen, wo wir unter anderem über 3 bis 5 Kilowatt an Verlustleistung pro Rack sprechen. Denn ein Klimagerät hat die Möglichkeit, 5 Kilowatt an Verlustleistung wegzuschaffen. Die Vorteile eines IT-Containers mit Bluey Plus Geräten liegen auf der Hand. Neben der hohen Energieeffizienz, das heißt also dem weitestgehend passiven Betrieb der Geräte, kommt hinzu, dass die Geräte in der Außenwand des Containers untergebracht sind. Das bedeutet so viel, wie dass kein Platz innerhalb des Containers für weitere Kühlgeräte genutzt werden muss. Mehr Platz für Ihre Racks. Zusammengefasst bieten IT-Container mit Bluey Plus Geräten wahnsinnig viele Vorteile. Angefangen mit der Platzersparnis, das heißt in der Rack-Reihe mehr Platz für Racks anstatt einer Klimalösung. Des Weiteren über die Robustheit der Kühlgeräte und der Kühllösung hinweg mit relativ wenig Wartungsaufwand. Bis hin zu Energieeffizienz über die Heatpipe-Lösung, die dort daran verbaut ist. Bis hin zu dem Punkt, dass wir ein IoT-Interface haben, das heißt also über eine Web-Oberfläche die kompletten Leistungsparameter des Containers inklusive der Klimatisierung vernünftig darstellen können.